hallo Freunde, herzlich willkommen hier bei Knirps TV. Ich heiße Nico und heute zeige ich euch mal wieder ein paar Filme, die ich mir die letzten Wochen so ergattert habe. Ja, ein Paket über eBay Kleinanzeigen habe ich dann abgeholt aus dem Nachbarort hier, aus der Nachbarschaft. Und dann noch zwei, drei Einzelkäufe. Das zeige ich euch und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, wir starten erstmal mit einem Schlückchen vom Käffchen, so wie sich das gehört. Ah, schon wieder ein bisschen kühler draußen. Und da schmeckt so ein heißer Kaffee doch wieder besser. Ah, absolut. Wirklich. Also da kann man sich schon beinahe fast einen Pulli überziehen. Also, ja. So, wo fange ich an? Ich würde sagen, ich fange mit einem Hauptgerät an. Und zwar. Ich muss ja sagen, ich habe Blu-rays und DVDs immer über meine PlayStation 4 Konsole geguckt. Ja, aber vor einigen Tagen lege ich eine Blu-ray ein und es passiert nichts. Beziehungsweise die PlayStation 4 zieht die Discs nicht mal mehr ein. Ich habe gegoogelt, ja, es gibt da wohl so einen Trick, dass man das irgendwie reindrehen kann, dass die Discs sich dann selber reinzieht. Irgendwie. Aber ich wollte jetzt nicht rumprokeln und machen und tun. Da habe ich dann auch keine Lust zu gehabt. Und ja, um mir einfach ja, meine Blu-rays wieder angucken zu können, habe ich mir doch einfach mal einen Blu-ray-Player bestellt. Meinen ersten. Ich hatte vorher noch nie einen. Ja. Weiß ich nicht, ob es. Manchmal denke ich, oder vorher habe ich auch gedacht, ja, so Blu-ray-Player und überhaupt Blu-rays und das ganze Gedöns. Lohnt sich sowas noch in der heutigen Zeit mit Netflix und Co., Amazon Video und was es nicht alles gibt? Na, da gibt es auch immer beinahe die neuesten Filme. Und auch Kinofilme sind da schon nach irgendwie gefühlt einem Jahr dann verfügbar auf Netflix und sowas. Braucht man das alles noch? So ein Blu-ray-Player und so. Ja, habe ich auch so mit mir gehadert. Aber ich mag es ja trotzdem. Deswegen kaufe ich mir ja Filme. Für die Sammlung und fürs Regal. Ich mag es einfach im Regal stehen zu haben, einfach mir einen Film zu nehmen, die Disc rauszunehmen und in den Player zu stecken. Ne? Dachte ich mir, komm, bestelle ich mir jetzt einfach mal einen Blu-ray-Player. Ich habe den hier ergattern können für 50 Euro inklusive Versand. Das ist hier von LG, der PB250. Ja, irgendein günstiges Modell. War komplett neu. Noch neu, alles original verpackt, konnte ich mir den für 50 Euro ergattern. Ich denke, das ist ein fairer Preis. Ich habe jetzt nicht geguckt, was der, also ich, natürlich habe ich vorher ein bisschen geguckt, also es war der günstigste Angebot, ne, von dieser Version. Der angeboten war der günstigste halt, ne, aber ich habe jetzt so nicht mit anderen Playern verglichen, was es da noch so gibt. Ja. Das war einfach der erste, der mir ins Auge gesprungen ist und dann habe ich den geordert. Ja. Läuft doch alles wunderbar, bin ich ganz mit zufrieden. Ja, DVD-Player habe ich auch noch hier, uralten, der funktioniert immer noch. Jetzt kann ich wieder alles gucken. Gut, bis auf so 3D-Filme und sowas, da habe ich jetzt nichts. Gut, ich habe auch keinen fähigen Fernseher. Oder einen 4K-Fernseher habe ich auch nicht. Das, da warte ich noch mit. Jetzt habe ich natürlich eben schon was hier gezeigt. So. Und zwar habe ich mir geholt für 1 Euro und dann noch 1,55 Euro Versand. Der Legionär im schicken Jewel Case. Ich finde diese Höhlen ganz, ganz geil eigentlich. Ich finde die schick. Ja. Habe ich mir geordert. Das Problem ist, also der kam heute an. Heute kam der an. Ich dachte mir, also ich habe so ein bisschen bei eBay wieder durchgestöbert. Dachte mir, oh, ist mir der unter die Augen gekommen. Ach komm, biete ich mal 1 Euro drauf. Wenn ich ihn kriege, gut. Wenn nicht, dann nicht. Ne, so mache ich das meistens. Aber ich biete dann nicht noch mehr. Und ja, dann habe ich ihn bekommen. Der Legionär. Cooler Film. Muss ich, aber wollte ich mir mal wieder angucken. Mir einfach wieder in Erinnerung rufen. Mit Jean-Claude Van Damme. Da zu der Zeit war der ja auch Top-Schauspieler. Hat Bock gemacht. In all seinen Filmen. Gut, heutzutage nicht mehr so. Ne? Dann rotzt er ja nur noch alles so hin da. Aber was hier sehr schade ist, dass der halt, ja, dass die Hülle gebrochen ist. Ja, weiß nicht, ob man es hier jetzt erkennen kann. Ja.
kaputt hier oben. Das war auch relativ schlecht verpackt, also nicht mal im Luftpolsterumschlag, sondern einfach in so einem, ja, Brief, normalen Briefumschlag, ohne irgendwie noch Luftpolsterung oder sowas. Das ist ein bisschen ärgerlich. Naja, auf jeden Fall das dazu, habe ich mir den mal gegönnt. Finde ich richtig schick. Das ist natürlich ärgerlich. Aber gut, so ist es jetzt halt. Den für 2,55 Euro. Dann Einzelkauf. War noch das hier. Fast and the Furious. Ja. Ja, wie kommt dieser Kauf zustande? Ich war die Tage mit meinem Vater im Kino zu dem neuen Teil von Fast and Furious. Teil 9. Ja. Will ich jetzt nicht großartig was zu spoilern oder erzählen. Also ich fand ihn gut, wie immer. Ich mag alle Fast and Furious Filme. Ja. Aber ich glaube, ich fand ihn einen Tick schlechter als die Vorgänger. Also als Teil 8 und 7. Und ja. Also die lassen so ein bisschen nach. Gab zwar schöne Momente, schöne Gags und so alles. Aber insgesamt, wenn ich es wirklich eine Gesamtnote geben müsste, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen niedriger als die Vorgänger. Ja. Aber deswegen kam es dieser Kauf zustande, weil ich mir einfach mal die ganzen Filme in die Sammlung holen wollte. Die habe ich nämlich gar nicht da. Ich habe die immer nur, die waren ja mal eine Zeit lang auf Netflix verfügbar. Da hatte ich die nochmal alle geguckt. Also nicht alle, aber ich glaube bis Teil 6 oder sowas gab es die da mal alle zu sehen. Jetzt hatte ich die Tage nochmal geguckt, weil mein Vater wollte die auch nochmal angucken. Also mit dem ich halt bei Teil 9 im Kino war. Aber dann habe ich gesehen, dass sie bei Netflix gar nicht mehr verfügbar sind. Ja, schade drum. Aber dann dachte ich mir einfach, komm, ich fange mal an und hole sie mir nach und nach in die Sammlung. Hier jetzt Teil 1. Habe ich auch 2,55 Euro bezahlt, also 1 Euro Auktion und 1,55 Euro Versand. Ja. Ja, geil. Ich bin damals mit Fast and Furious tatsächlich erst mit dem zweiten Teil eingestiegen. Den habe ich immer geguckt, den hatte ich sogar auf DVD mir von meinem eigenen Taschengeld geholt. War geil. Und irgendwann später habe ich dann erst den ersten Teil mal gesehen. Ja, den fand ich tatsächlich gar nicht so gut. Ich fand den zweiten immer geil. Das war so mein Ding, der zweite Teil. Ja, geil, top. Und den ersten fand ich gar nicht so gut. Aber, ja, damit beginnt es halt, ne? Ja, das dazu. Dann haben wir hier, das ist fast, würde ich sagen, einer meiner teuersten Einzelkäufe bisher. Würde ich fast sagen. Und zwar habe ich da bezahlt mit Versand 9,50 Euro. Ja, und zwar geht es um Everly. Ja, gespielt von Salma Hayek. Everly, die Waffen einer Frau. Ja, habe ich, ich bin bei Facebook in so einer Film, in mehreren Filmgruppen, aber in einer Filmgruppe wurde über diesen Film hier geredet, dass der absolut geil sein soll. Ja, haben alle kommentiert darunter, top Film, geil, sehenswert. Und deswegen habe ich mir den jetzt mal geordert. Ja. Ankert hier angeblich ab 18 Jahren. Anscheinend hier so ein geiler Actionfilm. Wisst ihr was darüber? Da bin ich wirklich gespannt drauf. Den werde ich mir als nächstes auf jeden Fall mal angucken. Das waren die Einzelkäufe. Jetzt kommen wir noch zu dem eBay Kleinanzeigen-Paket. Das hatte ich, das ist auch schon wieder lange her, dass ich das abgeholt habe. Auch schon wieder bestimmt 3 Monate. Seitdem steht das hier. Ja, das ist halt, wenn man zu nichts kommt. Ich möchte es auch erstmal nicht anfassen, wenn das hier steht. Also, ich möchte das erstmal in einem Video verarbeiten. Und wenn ich das dann getan habe, dann fange ich halt an und sortiere das in meine Sammlung und sortiere aus, was ich nicht behalten möchte, etc. Ne? Weiß nicht, ist das bei euch auch so? Bei mir ist es auf jeden Fall so. Deswegen steht das immer ewig hier rum, bevor ich da mal irgendwie was mache. Ja. So, das Ganze habe ich. Das sind 50 Filme. Ich habe es eben schon mal gezählt. 50 Filme bezahlt habe ich für das komplette 30 Euro. Das sind dann pro Film 60 Cent. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, das sind DVDs und Blu-rays. Würde ich sagen, fangen wir jetzt mal zügig an. Sonst wird das Video hier wieder so ellenlang. Man kennt es ja, ne? So. Fangen wir an. Und zwar mit der ersten DVD: The Amazing Spider-Man. Ja, die ersten Spider-Man-Verfilmungen. Da war ich sogar im Kino immer noch mit meinem Vater zusammen. Geil. Aber mit diesen hier konnte ich da nichts mehr anfangen. Da dachte ich, hey, was soll das denn jetzt? Jetzt wird nochmal Spider-Man, kommt jetzt nochmal alles ins Kino und sowas.
Das habe ich dann irgendwie nicht verstanden. Aber ja, es gibt ja anscheinend den normalen Spider-Man und The Amazing Spider-Man, ne? Also, ja, weiß ich nicht, ob das dann noch sein muss. Also für mich musste das nicht sein. Ja, keine Ahnung. Deshalb habe ich die hier tatsächlich auch dann nie geguckt. Diese Teile hier. Weiß ich nicht. Vielleicht hole ich bestimmt nochmal nach. Jetzt habe ich ihn ja da. So, dann haben wir da DVD Total Recall. Ja, da habe ich damals einmal geguckt, als er neu rauskam. Kann ich nicht viel zu sagen. Ja. Das Original ist natürlich besser. Definitiv. Aber er ist auch nicht verkehrt. Ist okay. So, dann ein Film, den ich noch nie gesehen habe. Und zwar Abraham Lincoln, Vampirjäger. Ist der gut? Keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen. Ab 16, okay. Ich hätte immer gedacht, das wäre ab 18. So mit Vampiren und Horror und hätte ich jetzt gedacht. Aber dann ist der anscheinend doch gar nicht so brutal, oder? Ja. Naja, okay. Werde ich mir auf jeden Fall mal reinpfeifen. Dann geht's weiter. Und zwar mit... Ja, das ist bestimmt voll die Trash-Perle hier. Wer kennt es? Alien vs. Zombies. Okay. The Dark Lurking. Uncut-Version. Ab 16, ja. Okay. Ab 16 und Uncut. Mann, ich weiß ja nicht. Ja, das wird reinster Trash sein, aber ist gar nicht so verkehrt. Sowas mag ich eigentlich auch gerne mal. Gut, muss ich die richtige Stimmung für haben? Muss ich Bock drauf haben auf so ein Trash? Aber wenn, dann fetzt das. Denke ich mal schon. So, dann haben wir hier eine Komödie mit Ryan Reynolds und Jason Bateman. Und zwar wie ausgewechselt. Hier in so ein Lenticular-Cover. Ne, was ich so, ja, was halt so wechselt, die beiden Schauspieler. Finde ich nicht schlecht. Die tauschen dann da ihre Rollen. Der eine als Familienvater, ne? Und der andere so als Playboy. Und dann tauschen sie, glaube ich, ne? Die Rollen. Ja. Weil sie sich das, glaube ich, halt wünschen, ne? Wie es mal wäre, in einen anderen Haut zu stecken. Und merken dann wahrscheinlich, dass es doch nicht so toll ist, ne? Das ist wahrscheinlich die Story vom Film, denke ich mal. Ich habe ihn schon mal gesehen, aber ist schon ewig her. Ich glaube, so war das irgendwie. Ja. Dann haben wir hier, den habe ich glaube ich schon gar nicht mehr gesehen. Paranormal Activity 4. Wie viele gibt es denn davon mittlerweile? Ich glaube, den dritten habe ich noch gesehen. Aber irgendwann wurde es halt auch immer dasselbe, ne? Da gab es ja auch zig andere Filme, die das danach gemacht haben. Ja. Muss ich mir, weiß ich nicht, der erste, zweite, das war noch krass und dann dritte, vierte, das ist ja immer, wie gesagt, immer dasselbe gewesen und muss man dann sich auch, glaube ich, nicht mehr angucken. Ja, weiß ich nicht. Lohnt sich das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, dann, ja, absoluter Top-Film, finde ich, also der macht mir immer wieder Spaß, wenn ich den angucke. Ne? Auch auf Netflix zuletzt geguckt, vor etwa 6-7 Wochen, würde ich behaupten. Und zwar Battleship, ja, geht ja tatsächlich um das klassische Schiffe versenken, ne? Danach ist dieser Film ja benannt, Battleship, ja, nicht schlecht auf jeden Fall, ne? Auch mit Liam Neeson, Rihanna auch dabei, fand ich auch krass, Alexander Skarsgård und Taylor Kitsch, geiler Film, macht Bock, könnte ich mir auch gleich wieder reinpfeifen, wirklich, auch einfach so nebenbei laufen lassen, wenn man hier irgendwas macht am Computer oder so. Total geil, macht Spaß. So, wer ihn noch nicht gesehen hat und einfach auf Actionfilme steht, ja, macht Spaß. So, dann machen wir hier weiter mit, ja, Resident Evil Afterlife. Ich weiß gar nicht, welcher Teil das jetzt genau ist. Der dritte, vierte, fünfte, ich weiß es nicht. Aber halt ein Resident Evil Teil, ne? Ja. Hier unten sieht irgendwie gerade aus, erinnert mich gerade an Michael Scofield von Prison Break. Ist er das? Ich glaube nicht, ne? Der ist doch da nicht bei gewesen. Nee. Er sieht, oder? Bin ich jetzt doof? Er sieht nämlich so aus. Da unten. Weiß ich gar nicht.
Weil ich bin gerade momentan am Prison Break gucken, deswegen, ja, ist das gerade so im Fokus bei mir. Doch, tatsächlich, Wentworth Miller, so heißt er doch, oder? Verrückt, ist mir gar nicht aufgefallen so. Oh, da fällt die Disc schon raus. Ja, ja, Resident Evil Afterlife, viele sind ja nicht so begeistert von diesen Filmen. Ich feiere die, ich finde die eigentlich cool, die machen Bock, actionmäßig top und gucke ich mir auch immer gerne an. So, dann haben wir hier was, den habe ich auch nicht mehr gesehen. Und zwar Madagaskar 3, Flucht durch Europa. Teil 1, weiß ich, habe ich gesehen, öfter mal damals. Teil 2 weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, da war ich schon fast raus aus diesem Zeichentrick-Alter. Ich meine, meine Schwester hatte den zweiten gesehen. Im Kino sogar, ich dann nicht mehr. Und den hier dann sowieso nicht, den kenne ich gar nicht. Ja. Dann haben wir... Ja, okay. Anscheinend nur den einen Teil hier. Also Hunger Games, Tribute von Panem. Ja, der erste Teil auf DVD. 2-Disc-Special-Edition. Ja, die habe ich erst vor, ja, wie lange mag es her sein? Dreivierteljahr. Vom Dreivierteljahr habe ich die circa alle nochmal komplett nachgeholt. Ich kannte immer nur die ersten drei. Wie viele sind das insgesamt? Jetzt bin ich, komme da mal durcheinander. Ich glaube 5, oder? Sind es 4 oder 5 insgesamt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall die letzten beiden, die hatte ich nie gesehen. Das habe ich so vom Dreivierteljahr habe ich dann mal nachgeholt. Ja, der letzte zieht sich ja am Ende ziemlich. Aber das Ende dann ist auch nicht schlecht, wirklich. Hat sich dann doch gelohnt, das mal durchzuziehen. Ja. So, dann haben wir hier, oh, den habe ich sogar schon da. The Dark Knight Rises, ja, Batman, aus der Batman-Trilogie, das müsste ja der dritte hier sein, aus der Dark Knight-Trilogie, geile Filme, hier steht es auch schon drauf, ein Meisterwerk, ja, kann ich nur unterschreiben, absolut, ja, muss ich mir auch mal wieder angucken, habe ich ewig nicht gemacht, hier, der ist auch von 2012, ist auch schon ein paar Jährchen her, ne, so, dann haben wir hier Prometheus, dunkle Zeichen. Ja, das ist ja irgendwie Vorgänger von Alien, glaube ich, ne? Irgendwie so. Also in diesem Film entstehen ja irgendwie die Aliens oder sowas. Da werden die aufgeweckt, oder war das nicht so? Also, ja. Irgendwie so war das. Ja, auch nicht schlecht. Kann man sich auch mal ganz gut angucken. Dann ein Film, den ich auch noch nie gesehen habe, und zwar Snow White and the Huntsman. Ja, habe ich auch schon da. Hatte ich ja einen letzten großen Filmbundle, XXL-Filmband, hatte ich den ja auch dabei. Ja, jetzt habe ich ihn doppelt. Dann haben wir hier Planet der Affen, Prevolution. Das ist der erste, ne? Von der, ja, von den Planet der Affen-Trilogie hier. Habe ich tatsächlich jetzt erst die Tage verkauft, die komplette Planet der Affen-Trilogie. Auf DVD. Ne, auf Blu-ray war das. Auf Blu-ray, ja. Habe ich jetzt erst verkauft gehabt. Jetzt habe ich wieder einen Teil hier. Und dann haben wir hier noch, ich glaube, die letzte DVD ist das schon. Ja, ich meine. Ja, letzte DVD und zwar American Pie, das Klassentreffen. Das ist ja, glaube ich, der dritte Teil, oder? Von der American Pie-Reihe. Da gibt es ja auch irgendwie schon 6, 7, 8 Teile. Vielleicht sogar noch mehr mit anderen Schauspielern. War ja am Ende, glaube ich, so, dass da schon ganz andere Schauspieler waren, ne? Ja. Ja, fand ich früher, hat es mir Spaß gemacht. Mittlerweile brauche ich sowas aber auch nicht mehr gucken. Früher war das neu und frisch, was Cooles, sowas Versautes. War was Neues und Geiles, ne? Aber jetzt, nee, ist man irgendwie raus aus der Nummer. So, machen wir weiter mit dem Blu-ray. Sind noch einige hier? Ja, na guck mal, da haben wir doch schon einen Teil der Reihe, den ich jetzt nicht mehr kaufen brauche. Und zwar Fast and Furious 6. Da ist er dabei. Was war denn bei Teil 6? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Bei Teil 5, 6 und 7, da komme ich total durch, oder Teil 4, da komme ich auch total durcheinander. Da, die muss ich mir echt mal wieder in Erinnerung rufen, mir angucken. Ja, ja, viele sind ja mal am Nörgeln hier bei den neueren Teilen. Oh, alles nur noch Action, nicht mehr diese Autorennen. Die wünschen sich alle diese Oldschool-Autorennen fahren und so. Aber ich mag das, genauso wie es ist. Diese pure Action, auch dieses Übertriebene.
Das finde ich einfach geil. Mir macht das Spaß als Zuschauer. So, dann ein Film, der ja total gefloppt ist, wo auch selbst Will Smith sagt, so von wegen, den hätte er am liebsten gar nicht gedreht. Also den Film bereut er. Und zwar After Earth. Er hat zusammen mit seinem Sohn, Jaden Smith, ja, Film ist tatsächlich auch relativ langweilig. Ne? Habe ich die Tage, oder auch schon ein paar Tage her, aber da kam er noch mal im Fernsehen. Da hat mein Vater den laufen lassen. Dann habe ich das gesehen, da habe ich ein paar Minuten mitgeguckt und dachte mir, ja, der ist wirklich scheiße. Dann haben wir hier Transformers, Ära des Untergangs. Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Das ist jetzt der letzte gewesen oder der vorletzte, ich weiß gar nicht mehr. Aber den hier habe ich noch nicht gesehen. Da bin ich auch irgendwann raus gewesen. Transformers war mir dann zu viel. Ich glaube so Teil 1, 2, 3, okay. Also Teil 1 war damals der Wahnsinn. Wirklich, das war hammermäßig. Bei ihrem Teil war ich auch im Kino, glaube ich, ne? Weiß das schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, aber später Teil 4 und Teil 5 oder wie viel es da jetzt auch immer geben mag. Nee, da hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr drauf. Weiß auch nicht, ist mir total die Lust vergangen. Ja, dann haben wir Elysium oder Elysium. Kann ich mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, worum es da ging, ehrlich gesagt. Muss ich mir auch nochmal angucken. Ich glaube, den gab es auch auf Netflix, oder? Meine ich. Ja. Muss ich mir nochmal angucken, weiß ich jetzt gar nicht. Auch so ein Science-Fiction-Action-Kracher, glaube ich, ne? So, dann haben wir hier, die habe ich auch noch nie richtig geguckt, und zwar diese Star Trek-Filme, diese neueren, habe ich auch noch nie so richtig gesehen. Aber so wie es hier drauf steht, actiongeladenes Weltraumabenteuer, ja, das hatte ich mal mitgekriegt. Ich hatte nur mal so ein, zwei Szenen gesehen und die waren wirklich actionreich. Aber dieses halt Star Trek und dieses Star Wars, dieses ganze Franchise, das schreckt mich immer ab. Da habe ich nie so Interesse dran gehabt. Ne? Aber könnte ja vielleicht doch ganz cool sein. So, dann haben wir hier Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, als Kind hat man die geliebt, ne? Wirklich. Geil. Und dann, als man gehört hat, dass ein Remake davon rauskommt, eine Realverfilmung, hatte man schon Bock drauf, ne? Erste Teil habe ich gefeiert, den zweiten dann nicht mehr so. Ich glaube, ich habe den zweiten auch nie richtig zu Ende geguckt. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie ist man dann da raus, ne? So, dann absoluten Top-Film, hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe ich auch schon 2, 3, 4 Mal gesehen, und zwar The Equalizer. Ja, total geil, hammermäßig wirklich, mit Denzel Washington sowieso ein Top-Schauspieler. Den zweiten Teil fand ich nicht mehr so gut, auch noch ansehbar, auch noch ein guter Film, aber nicht mehr so gut wie der erste. Ich hoffe, da kommt nochmal irgendwie was, nochmal ein dritter Teil, das würde mir echt gefallen. Ja, hier in dieser 2-Disc, hier steht irgendwas von 2-Disc, Blu-ray. Sehe ich jetzt nichts. Och nee. Das ist nur die Bonus-Disc. Oder? Oh nein, Leute. Hier, Bonus-Disc und da fehlt's. Der Film fehlt. Scheiße, nee. Ist bestimmt noch bei den Typen, bei denen ich sie gekauft habe, im Player drin, oder? Ach schade. Gut, den Film gibt es glaube ich auch bei Netflix, aber trotzdem ist er jetzt doof. Nein, das ist ärgerlich. Top-Film und scheiße. Ja. So, dann ein Film, der, wo ich auch gar nicht mehr richtig weiß, was da abging. Aber sehr viele Leute feiern diesen Film. Hier steht es auch drauf. Prädikat besonders wertvoll. Ein Clint Eastwood-Film sogar, okay. American Sniper. Ja. Ich weiß nicht mehr, was da abging, keine Ahnung. Muss ich mir echt mal wieder angucken, wenn er dann drin ist hier. Ja, doch, ist drin. Ja. Vielleicht finde ich The Equalizer ja noch irgendwo anders in den Höhlen später drin. Ja. Naja, sehr geil auf jeden Fall. Ja, muss ich mir nochmal angucken. Dann haben wir etwas, wo ich nie einen Film zugeguckt habe, und zwar hier mit den Minions. Und zwar hier Ich einfach unverbesserlich 2. Habe ich nie gesehen. Den ersten Teil nicht. Minions auch nicht. Also gibt es ja nochmal einen Film, einen Teil, der extra Minions heißt, ne? Habe ich
nie so Bock drauf gehabt. Zu der Zeit, als die Filme hier rauskamen, habe ich bei Toys R Us gearbeitet. Da war das Spielzeug natürlich ganz groß, ne? Eieiei, verrückt, was es da alles für Schrott gab. Dann eine Reihe, die ich auch noch nie gesehen habe. Hat mich irgendwie nicht so gecatcht. Ich weiß nicht warum. Hole ich bestimmt nochmal nach, aber in nächster Zeit erstmal nicht. Und zwar Der Hobbit. Eine unerwartete Reise. Ich denke mal, das ist der erste Teil, ne? Nie gesehen, aber jetzt kann ich es ja mal nachholen, ne? Ich würde aber gerne erst damit anfangen, wenn ich alle Filme davon komplett hier habe. Das ist dann einfach schöner, ne? Ja, sehr schön hier in der Zweier-Disc-Edition. Na. So, Tüte haben wir auch durch. Ein paar Filme sind es noch. Und zwar ein Film, ja, den ich auch ganz geil finde. Habe ich schon zwei, drei Mal geguckt. Als ich ihn zum ersten Mal geguckt habe und dann fertig war mit dem Film, musste ich echt nochmal darüber nachdenken, Revue passieren lassen. Wirklich. Da musste ich wirklich zu mir selbst sagen, ja, das ist einfach der geilste Horror, der geilste Found-Footage-Horror gewesen der letzten Jahre, den ich gesehen habe. Ja, und zwar meine ich Katakomben. Ja, jetzt werden einige aufschreien, ach, da gibt es doch so viele bessere, mag sein, aber vielleicht habe ich auch nicht ganz so viele gesehen, aber den hier fand ich echt gut. Also, der hatte so Schreckmomente drin, an so Stellen, wo ich nicht gedacht hätte, dass die da sind. Bei vielen Filmen, wenn man öfter solche Horrorfilme guckt, weiß man ja, okay, da wird man sich gleich erschrecken oder da wird man sich gleich erschrecken. Das dachte ich bei diesem Film auch. Okay, da erschreckt man sich bestimmt gleich. War aber nicht so. Und dann hat man sich 10 Sekunden später an der Stelle erschrocken, wo man dachte, dass man sich da nicht erschrecken tut. Und ja, das war einfach so unerwartet. Diese Schreckmomente waren hier in diesem Film irgendwie unerwartet. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ja. An sich mag ich Found-Footage-Filme eigentlich auch echt gerne. Gucke ich immer gerne. Da ist der Horror einfach nochmal was anderes, ne? Ja. Guter Film. Ja, macht Bock. Gibt, glaube ich, auch bei Netflix. So, dann haben wir hier Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth. Ist der erste Teil. Ich habe den dritten noch nie zu Ende geguckt. Muss ich echt mal tun, damit ich mal die Reihe abschließe. Ja. Gute Filme machen Spaß. Mir machen sie Spaß, aber ich habe, wie gesagt, noch nicht zu Ende geguckt. Ja, gibt, glaube ich, auch bei Netflix. Ja. Dann. Ach ja, den habe ich damals gesehen, stimmt. Aber den gibt es ja nicht auch einen zweiten Teil? Ich meine, da gibt es auch einen zweiten Teil von, oder? Bin ich mir jetzt ganz unsicher. Und zwar Godzilla. Ja. Den habe ich damals gesehen, als er neu rauskam. Und zwar, das war 2014. Ja. Ja. War durchwachsen. Ich bin jetzt kein großer Godzilla-Fan. Aber kann man sich mal angucken. Ist ja auch, glaube ich, mit Mark Wahlberg oder so gewesen, ne? Ich weiß es gar nicht. Oder so ähnlich. Irgend so einen bekannteren Schauspieler. Weiß nicht, hier stehen ein paar Schauspieler drauf, aber vom Namen her sagen die mir jetzt alle nicht so wirklich was. Okay, Elisabeth Olsen. Ja, okay. Aber sonst. Ja, ist ja auch egal. Naja, ihr wisst es bestimmt. So, dann auch absolut geile Filme, und zwar John Wick. Hier jetzt der erste Teil. Sehr, sehr geil. Die machen auch richtig Bock. Jetzt kommt ja bald auch der vierte raus. Zumindest ist, glaube ich, steckt gerade in den Dreharbeiten, meine ich, oder? Sehr geil. Der dritte ist ja ziemlich übertrieben, aber genau dieses Übertriebene mag ich halt, ne? Ja. Dann ein Film, der schon 500 Mal im Fernsehen kam. Sogar zu der Zeit, als ich noch Fernsehen geguckt habe, kam der schon gefühlt wöchentlich im Fernsehen. Pain and Gain. Ja, hat man schon so oft jetzt gesehen. Wirklich. Am Anfang war der noch richtig geil, aber da, weil man den halt schon so oft jetzt gesehen hat, ist der irgendwie langweilig. Muss man so sagen. Ne? Muss ich mir nicht nochmal angucken. So, dann. Ich glaube, den habe ich auch noch nie so richtig komplett gesehen. Muss ich nochmal nachholen. Und zwar Hänsel und Gretel, Hexenjäger.
Ist der nicht sogar auch bei Netflix? Ich weiß nicht, ich komme da schon ganz durcheinander. Gut, einige Filme sind ja auch nach einer Zeit wieder weg, ne? Weil dann die Lizenzen auslaufen. Ja. Aber ich glaube, der ist ganz schön actiongeladen. Sieht zumindest hier von dem Screenshot so aus. Und ich glaube, das, was ich gesehen habe, war auch ziemlich heftig. Das hier ist die 10 Minuten längere Version, Extended Cut. Ja. Film ist auch von 2013. Ne? Die Filme hier sind alle so aus dem Dreh. Ne? 2012, 2013, 2014. Ja. Ja, sehr geil. Ach, Leute, hier ist echt noch einiges. Dass es doch so viel ist. Ja, sorry, wird das Video so wieder so lang. Ich packe mal den Rest hier hin. So, dann haben wir hier, ja, Tribute von Panem. Hier geht's weiter. Catching Fire. Ich glaube, es ist sogar der zweite jetzt hier, oder? Ja, der zweite. Und der dritte. Tribute von Panem, Mockingjay, Teil 1. Jetzt fehlt natürlich noch Mockingjay Teil 2, ne? Und das waren dann, glaube ich, alle, oder? Also Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay 1, Mockingjay 2. Das müsste es dann ja gewesen sein, meine ich, ne? Ja. Jetzt fehlt er natürlich. Bisschen doof, aber naja. So, dann haben wir hier... Ach, guck an! Jawohl, der Hobbit. Die Schlacht der fünf Heere. Ist das jetzt der zweite Hobbit? Da fehlt ja nur noch Smaugs Einöde. Ich glaube, den hatte ich doch jetzt mal da, ne? Irgendwo in dem Paket. Ja, dann müsste ich die ja jetzt alle da haben. Sehr geil. Ja. Coole Sache, überall noch die Digital Codes dabei. Falls da jemand Interesse dran hat, kann er sich ja gerne melden. Ja. Sehr cool. Muss ich mir nochmal angucken, wie gesagt. Dann ein Film, den habe ich. War der bei Netflix? Bei Netflix, glaube ich, oder? Ich meine ja. Der hat echt Bock gemacht. Hätte ich vorher nicht erwartet, als ich den angemacht habe, dass der wirklich so gut ist. Der hat mir richtig Spaß gemacht, der Film. Und zwar Chappie. Ja, den fand ich echt gut. Vom Humor, von der Action, wie das Ganze inszeniert ist. Voll geil, ehrlich. Hat auch genau meinen Humor getroffen. Ja, hat richtig Bock gemacht, dieser Film. Kann ich mir jetzt nicht direkt wieder angucken, aber ich denke mal so in einem Jahr, da landet der mal wieder im Player. Ja. So, dann so ein, ja, ein Film mit Channing Tatum und Jamie Foxx. Right House Down. Ja. Ja, Channing Tatum, ja, muss da, glaube ich, den Präsidenten, der hier der Jamie Foxx ist, meine ich, ne, beschützen. Ich meine, irgendwie so war das. Ich habe den schon mal gesehen, aber das ist schon ganz lange her. Ja, geiler Film, schöne Action und so. Ja, kann man sich mal gönnen. Dann, oh, auch schön, das jetzt mal in der Sammlung zu haben. Gut, hätte ich mir auch von meinem Vater leihen können. Der hat hier alle Filme auf DVD. Ich habe ihn jetzt hier, The Expendables. Auch schon lange her, dass man den mal gesehen hat, ne? Teil 1, 2, 3. Ja. Coole, starke Filme. Boah, als das neu war. Als man davon erfahren hat, als er rauskam, so, boah, da sind alle Actionhelden dabei. Wie geil war das, oder? Als das ganz neu rauskam, überlegt mal. Ey, da war man so heiß darauf auf diesen Film. Weiß ich noch. Weil sowas gab es ja noch nicht so, ne? Auf einmal sind alle Actionhelden in einen Film vereint. Wie krank ist das? Das war echt hammermäßig. So, ich habe mir nochmal ein Käffchen gemacht. Irgendwie brauche ich das heute. Oh, wir haben es zwar schon 20 Uhr abends, aber ja, ich brauche das einfach. So, dann haben wir hier. Den habe ich auch noch nie gesehen. Gibt es ja gar nicht. Und zwar Dracula oder Dracula Untold. Ja, ja, dieses ganze so Dracula-Frankenstein-mäßige war irgendwie noch nie so meins. Auch wenn der vielleicht gar nicht schlecht ist. Ja, I Frankenstein, der war ja auch ziemlich gut, also so actionmäßig. Ich stelle mir den hier eigentlich so ähnlich vor, vom Ding her, dass der ja auch relativ gut ist und ich mich da vielleicht täusche. Ne? Naja, hier in so einer blutroten oder weinroten Hülle, auch noch nie gesehen, sieht eigentlich ganz cool aus. Ja.
Dann haben wir hier, den hatte ich auch schon, habe ich auch schon da. San Andreas mit ja, The Rock, Dwayne The Rock Johnson. Weiß ich gar nicht mehr richtig, wie der war. Gesehen habe ich ihn damals. Einmal und das war's. Muss ich mir nochmal angucken. Ja. Da ist halt diese San Andreas-Spalte, ne? Die dann da immer weiter auseinanderreißt und ja, er da halt als Helikopterpilot unterwegs. Ja, muss ich nochmal gucken. Dann eine Filme-Serie, die ja nicht so gut abgeschnitten hat, glaube ich, ne? Die Filme habe ich nie gesehen. Und zwar ist hier jetzt dieser Teil Die Bestimmung. Insurgent. Ja. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gesehen, diese Teile. Die sollen auch nicht so gut sein. Habe ich gehört. Weiß ich nicht. Catcht mich jetzt nicht so. Glaube ich, werde ich mir auch nie angucken. Kann ich mir nicht vorstellen. So, dann hier. Ja. Geil, da kommt jetzt der neue Teil raus. Und zwar The Purge, Anarchy. Das hier ist der zweite, ne? Der zweite Teil. Jetzt kommt ja der vierte. Nee, der fünfte kommt jetzt. Genau, der fünfte kommt jetzt raus. The Purge Forever, ne? Ja, Wahnsinn. Das war aber damals auch was echt was Neues und was Krasses, fand ich. Als man so davon erfahren hat, als man sich einen Trailer angesehen hat, damals vom ersten, man gehört hat, okay, The Purge, 24 Stunden lang können die sich da abmetzeln und alles machen, da was sie wollen. Von der Idee einfach geil, fand ich das. Jetzt, okay, jetzt kommt schon der fünfte Teil schon raus. Jetzt ist dann irgendwie auch nichts Neues mehr, ne? Gut, ich glaube, bei The Purge Forever, jetzt bei dem neuesten, da ist ja nochmal ein bisschen anders. Ich weiß nicht genau, worum es da geht, aber irgendwie, dass das halt, ja, nicht 24 Stunden geht, sondern länger oder für immer oder weiß ich nicht. Irgendwie ein bisschen anders halt, ne? Ja, die müssen sich halt auch was Neues einfallen lassen, das ist dann halt so. Dann ein Film, den ich auch ziemlich gut finde. Sehr gut, sehr geil auf jeden Fall. Damals beim ersten Mal, als ich den beim ersten Mal gesehen habe, da fand ich den auf jeden Fall ziemlich geil. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn ich den nochmal gucke. Auf jeden Fall World War Z. Mit Brad Pitt, hier so ein Zombie-Streifen, wo die Zombies einfach wahnsinnig schnell sind. Ja, voll geil. Also, den muss ich mir nochmal angucken. Ja, der hat Spaß gemacht. Dann, oh ja, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, da war ich auch absolut begeistert von. Den hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, diesen Film. Ich bin ja kein Zac Efron-Typ, kein Zac Efron-Fan. Aber den fand ich tatsächlich echt gut. Aber hat mich auch ein bisschen emotional da mitgenommen, so zu Ende hin. Ist so ein bisschen so ein Musikfilm. Und zwar We Are Your Friends. So ein DJ-Film. Dieses Lied, was sie dann da auch zusammen mixen am Ende, das hab ich schon gefeiert. Das habe ich mir dann auch bei YouTube öfter angehört, dieses Lied, weil ich das einfach so geil fand. Dieses We Are Your Friends. Ja, muss ich mir mal wieder anhören. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Vielleicht kann ich ja davon was einblenden, wenn es irgendwie machbar ist, falls ich es nicht vergesse. Ja, dann haben wir einen Film, ich glaube, habe ich den schon mal gesehen? Bin ich mir jetzt unsicher? Doch, ich glaube schon. Einmal. Ich kann mich aber gar nicht mehr daran erinnern, was da abging. weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist ja Johnny Knoxville hierbei als Bad Grandpa. Ja. Ja, so ein ulkiger Film, ne, kennt man ja im Stile von Jackass und ja, Bad Grandpa mit Johnny Knoxville, der macht ja auch gerne mal so ulkige Sachen, ne? Ja, spielt da halt so einen alten Knacker, ne? Macht mit seinen Enkeln dann irgendwelche ja, verrückten Sachen. Dann haben wir hier. Oh, es ist nur der eine Teil dabei, und zwar der dritte Teil von der Trilogie. Und zwar ist die Rede von Hangover 3. Ja. Den dritten fand ich nicht mehr ganz so gut. Teil 1 und 2, Hammer. Beim ersten war ich auch im Kino. War genial. Ja, auch halt was Neues gewesen. Ne? Diese Feierei und dann Absturz. Und dann wissen die nicht mehr, was war und müssen den ganzen auf die Spur gehen. Das war schon total geil. Eigentlich gemacht. Ne? Hat man schon abgefeiert. Auch der Humor. Das war auch irgendwie was Erfrischendes, Neues, das Ganze damals mit Teil 1, Teil 2.
Ja, Teil 3 ist dann ein bisschen untergegangen, ne? War dann nicht mehr so. Dann hier eine Reihe, mit der ich gar nichts anfangen kann, habe ich noch nie so wirklich geguckt. Und zwar X-Men. Ja, ist irgendwie, weiß ich nicht, das ganze Superheldengedöns macht mir nicht so Spaß, packt mich nicht so, deswegen habe ich da nie wirklich das Ganze verfolgt. Ja, gibt es auch schon irgendwie 10 Teile oder noch mehr, oder? 10, 12 Filme da schon mit Wolverine noch mehr und sowas. Weiß ich nicht, ist gar nicht meins. Ja. Dann ja ein Film, ja, den fand ich gut, den zweiten nicht mehr so. Und zwar Pacific Rim. Müsste ich mir aber auch nochmal angucken. Ich glaube, aber den zweiten fand ich nicht gut, das weiß ich. Ja. Pacific Rim, ja. Okay. Dann haben wir hier Tammy, voll abgefahren. Komödie mit Melissa McCarthy. Ja. Die sieht man ja gerne mal in solchen ulkigen Filmen, ne? In Komödien. Macht auch eigentlich immer Spaß, sich das anzugucken. Ja, die ist eigentlich immer ganz cool. Cooler Humor, gucke ich mir auch ganz gerne an. Ja. Bis auf diesen neuen Netflix-Film, wo sie mit ihrer Partnerin da so einen Film spielt. Auch so superheldenmäßig ist das, glaube ich, ne? Den habe ich noch nicht gesehen. Der soll aber nicht so gut weggekommen sein. Da haben sie zumindest in dieser Facebook-Gruppe, wo ich unterwegs bin, haben sie darüber gelästert. Und der soll wohl nicht so gut gewesen sein. Naja. Dann ja ein Film, ich glaube, der ist auch auf Netflix verfügbar. Mein Gott, hier alles auf Netflix. Und zwar One Run All Night. Ja, da weiß ich auch gar nicht mehr richtig, worum es da geht. War das nicht sein Sohn oder sowas, den er da beschützen musste? Warum auch immer, ich weiß es nicht mehr. Keine Sünde bleibt ungestraft. Ich weiß nicht mehr, was da abging. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall mit Liam Neeson. Sehr geil. Mit dem zu schauen macht immer Spaß, finde ich. Der macht ja immer so coole, actionreiche Filme. Ja. Sehr geil. Und zu guter Letzt, Leute, wir haben es geschafft. Alle Filme haben wir durch. Der letzte ist Maze Runner, die Auserwählten in der Brandwüste. Ja. Das ist der zweite, ne? Meine ich, oder? Wie heißt denn der dritte nochmal? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder ist das der dritte? Nee, das müsste der zweite sein. Ach, ist auch egal. Auf jeden Fall ist dieser Film auch noch dabei. Ja. Ich bringe das schon wieder ganz durcheinander. War auch mal bei Netflix. Ich weiß gar nicht, ob die noch da sind. Ja. Ja, das war's. Wieder viel zu lang geworden, dieses Video. Mann, ich kann mich auch echt nicht kurz halten. Es sind 50, ich weiß nicht, 53 Filme gewesen. Eigentlich kann man das zackig durcharbeiten, aber ich brauche wieder beinahe eine Stunde hier für dieses Video. Tut mir leid, Leute. Ich weiß, für den einen oder anderen wird es dann uninteressant, wenn sie schon einfach die Minutenanzahl sehen. Ich weiß nicht, 40, 50 Minuten, dann sagen die, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, weg. Wäre das Video vielleicht 10, 15 Minuten lang, okay, dann guckt man mal rein. Ne? So ist es bei mir zumindest auch. Ich weiß das ja von mir selber. Ich gucke ja auch gerne mal YouTube-Videos und dann weiß ich das. Ne? So handle ich dann auch. Und naja, aber es ist halt jetzt so. Manchmal schweift man auch ein bisschen ab, erzählt ein bisschen mehr, ne, von dem einen oder anderen Film. So ist es halt. Ihr kennt es wahrscheinlich. Ja, das war es wieder zu diesem Filmpaket. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bisschen mein Geschwafel hier. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video jetzt hier gesehen habt. Gebt dann einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Dürft mir auch gerne abonnieren, kostenlos, wenn ihr es noch nicht getan habt und nichts mehr von mir verpassen möchtet. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, unterstützen. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier nächsten Sonntag auf meinem Kanal, ne? Haut rein, bis dann, ciao!